Die Erholung im Goldpreis hat rein zyklisch absolut Sinn gemacht und passte voll ins Schema meiner Handelsstrategie. Deshalb hatte ich euch den Hinweis gegeben, dass ich eine massive Erholung erwarte, die durchaus über die Hochs von Anfang September bzw. Mitte Juli diesen Jahres reichen könnte. Die Rallye, die, wie man sieht, ist jetzt aber richtig oder gibt jetzt richtig Vollgas. Und wir müssen uns aber anschauen, ob wir nicht doch in eine Falle tappen. Bleibt bis zum Ende dran. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Vor allem der H4-Chart mit seiner mittel- bis langfristigen Perspektive beziehungsweise auch der 15-Minuten-Chart mit seiner kurz- bis mittelfristigen Perspektive, die sind besonders interessant, aber ich möchte euch auch nicht den Tageschart vorenthalten, den schauen wir uns jetzt gleich mal an und ich hatte ja schon in den letzten Monaten immer wieder erwähnt, dass wir zum einen hier ja also im letzten Drittel des Augusts die Chance gehabt hätten auf eine größere Erholung, wenn wir ja treppenartig wieder hochgestiegen wären. Das ist nicht passiert und das war das letzte Mal gesagt, jetzt sind wir aber wieder in einem, oder beziehungsweise wenn wir jetzt neue Tiefs bilden, dann wäre ein zyklisch betrachtet eine sehr, sehr sinnvolle Option für eine große Erholung. Danach wird es nämlich erst wieder eine ganze Weile dauern, bis es rein zyklisch wieder Sinn machen würde. Und wie es jetzt aktuell ausschaut, das steht noch nicht ganz fest, aber so wie es jetzt aktuell ausschaut, könnte das, was wir hier sehen an Erholung, durchaus genau diese große Erholung werden, die uns in Richtung 2000 Dollar, 2025 Dollar, irgend sowas in die Richtung durchaus bringen könnte. Und dann wird es ganz spannend. Ja, wir müssen im Auge behalten oder im Hinterkopf behalten, wir haben ja aktuell einen möglichen bearischen Aufbau, der uns im ersten Step bis ungefähr 1768 Dollar bringen könnte. Und der ist aktuell noch aktiv. Ja, also von irgendeinem nachhaltigen bullischen Aufbau ist eben aktuell überhaupt nichts zu sehen. Wann das Ganze kaputt wäre, wäre natürlich, wenn wir die Hochs von Anfang Mai diesen Jahres überwinden, also alles so über die 2060er Marke, sage ich mal, rund über die 2060 Dollar Marke, dann hat sich dieser bearische Aufbau auch erledigt. Das ist aber momentan, wie gesagt, noch nicht der Fall. Und ich will es immer mal wieder erwähnen, ja, auch wenn man immer wieder so ein bisschen für verrückt hält, wenn sich dieser bestehende größere bearische Aufbau, den wir schon seit letztem Jahr sehen, durchsetzt, dann könnten wir sogar Gold Preise sehen um die 1300 Dollar. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, ja, das ist ja wohl ein Witz, ja, die ganzen Kriege und bla 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 bla. Das muss doch hier in Richtung 5000, 10.000 Dollar demnächst hochgehen. Ja, da sind wir wieder bei der Edelmetallpropaganda. Ja, da hatte ich mich gestern im Silberpreisvideo schon dazu geäußert, aber gucken wir es uns mal an. Als damals der Überfall Russlands auf die Ukraine gestartet war, im März letzten Jahres hier, also als wir so hochgegangen sind, da hatte ich gesagt, naja, also fundamental Gründe, Krieg hin oder her. Ich gehe davon aus, dass wir in Richtung 1700, 1600 Dollar runterstürzen. Und das ist dann auch passiert, ja. Und das war auch eine ganz schöne Strecke. So, und wenn wir, wir sind ja diese Strecke schon gelaufen, die würde ich jetzt gar nicht mal mitzählen, wenn wir hier noch korrigieren. Aber wenn wir von dorthin nochmal so eine Strecke laufen, also das hat er schon mal das Doppelte geschafft fast, ja. Also das wäre dann nicht das Thema. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Sobald wir über die 2060 Dollar, 2070 Dollar drüber sind, dann hat sich sie auf der bearischen Seite höchstwahrscheinlich erst einmal erledigt. Also auch im Tageschart hier ganz spannend. Was ich aber jetzt übrigens noch sehen möchte gerne, wäre, dass wir ein Tief bilden, also es wird jetzt mal in nächster Zeit in eine Korrektur übergehen und dann nochmal ein neues hoch und dann erst in Richtung Süden so richtig ausbrechen. Das wäre eigentlich so das Wunschszenario auf dem Tageschart. Schauen wir mal. Gehen wir mal in den H4-Chart oder den 4-Stunden-Chart, das ist natürlich etwas akuter, die ganze Thematik. Ich hatte ja schon im letzten Video gemeint, das war am 28.09. Ende September, genau, da waren wir noch hier, ich glaube rund um die 1880 Dollar, irgend sowas in der Richtung, und da hatte ich gemeint, naja, allzu lange, und ich erwarte mir jetzt rein zyklisch, dass es nicht mehr allzu weit runter geht, sondern dass wir erst einmal eine größere Erholung absolvieren und wie gesagt in Richtung 2000 Dollar, 2025 Dollar ist auf jeden Fall die Hochs von Ende August beziehungsweise auch von Mitte Juli diesen Jahres knacken werden. So, August haben wir schon gepackt, Anfang September, Ende August, Anfang September, das ist schon geknackt worden, da sind wir jetzt jüngst drüber gekommen, also das sieht aktuell recht gut aus. Die zweite Option wäre gewesen, dass wir gleich zum Kursziel in Richtung 1768 Dollar runter marschieren, aber das habe ich eben rein zyklisch für unwahrscheinlicher gehalten. Die erste Chance auf die große Erholung war ja, wie gesagt, hier schon am 21.08. bis Anfang September. Da ist nichts geworden, aber jetzt haben wir eben eine größere Chance. Danach wird es wahrscheinlich erst wieder eine ganze Weile dauern, bis da eine zyklisch sinnvolle Korrektur des Abwärtstrends kommt. Was heißt es eigentlich? Naja, ich will dann hier so einen bullischen Aufbau sehen, wie wir es hier gesehen haben, aber dann müssen wir eben noch einen Ausbruch in Richtung Norden sehen. Dann hätten wir so eine zyklisch sinnvolle Erholung.
aus der es dann gilt, weiter in Richtung Süden auszubrechen, um diesen Abwärtstrend auch weiter zu manifestieren und auch noch ein bisschen längerfristiger fortzuführen. Was will ich also jetzt sehen von der Bärenseite her? Was wäre jetzt mein Traumszenario? Und dann gucken wir uns die Longseite an. Von der Bärenseite her wäre es schön, wenn wir jetzt mal so eine Range bilden, also wenn wir jetzt hier mal in die Korrektur übergehen und entweder jetzt gleich, bevor wir neue Hochs bilden oder nachdem wir jetzt nochmal ein neues Hoch gebildet haben, dann in die Korrektur übergehen und dann in Richtung Norden ausbrechen. Ja, in Richtung 2000, 2025 Dollar. Klingt zwar so ein bisschen kurios, dass ich sage, hey, als Bär will ich eigentlich, dass sich hier jetzt mal so ein bullischer Aufbau entwickelt und der dann sogar nochmal in Richtung Norden ausbricht. Ja, das will ich. Warum will ich das? Naja, der Markt findet ja immer zu seiner Mitte zurück in den meisten Fällen. Und ich möchte gern sehen, wir haben jetzt hier schon einen schönen bärischen Aufbau gesehen. Wir sind schon sehr, sehr weit gelaufen in Richtung Süden. Und ich möchte einfach sehen, dass der Kurs wirklich zu dieser Mitte mal zurückläuft, ja, in diese Bereiche hier hinein, damit sich dann klärt, ist das Ganze, ist ja offensichtlich dann eine Distributionsphase, ja, bleibt es bei einer Gegenbewegung, ja, bei einer Erholung und kann sich der Abwärtstrend dann fortsetzen. Das wäre natürlich ein sehr, sehr starkes Signal für die Bären. Oder setzen sich dann die Bullen durch, machen dieses ganze Konstrukt dann kaputt. Ja, spätestens dann, wie gesagt, über die 2063 Dollar ist es dann erledigt und dann haben wir eben auch eine Antwort. Aber deshalb brauche ich das jetzt eben. Ich brauche diese Bewegung zurück zur Mitte. Ich brauche dieses Statement der Bären, die dann sagen, hey, auf jeden Fall machen wir hier diesen ganzen bullischen Move kaputt. Wir bauen dann nochmal neu bearish auf. Wir gehen weiter in Richtung Süden und dann sehe ich eigentlich keinen Grund mehr, warum das nicht in Richtung 1768 und dann wahrscheinlich sogar noch weit darunter laufen sollte. Heißt das auch, dass sich jetzt hier eine frische bärische Positionierung lohnt? Naja, ich muss so sagen, das ist natürlich ein bisschen abhängig vom eigenen Chance-Risiko-Verhältnis und wo man dann stoppt und so weiter und so fort. Mir gefällt es noch nicht. Ich finde es noch nicht optimal. Ich würde gern, dass es noch ein weiteres Stück in Richtung Norden hochläuft, also irgendwas in Richtung 2000 Dollar. Dann haben wir auch wieder vor der Begrenzung in Richtung Norden und zum Zielgebiet hin wieder ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, dann gefällt mir das besser. Wer partout sagt, ich glaube jetzt nicht an einen steigenden Goldpreis, ich denke, das Ganze fällt hier weit, weit runter, dann ist es ja wahrscheinlich sowieso egal, wie es mit dem Chance-Risiko-Verhältnis aussieht, da geht man wahrscheinlich nicht nach so konkreten Signalen. Aber wie gesagt, das gefällt mir von der Bärenseite her noch nicht ganz so gut, noch nicht 100% optimal, ich hätte es gerne noch ein bisschen höher. Wie sieht es von der Bullenseite aus? Denn das interessiert natürlich auch sehr, sehr viele. Dieser bullische Aufbau hier ist treppchenartig schön gestartet, ist alles völlig in Ordnung. Jetzt rein zyklisch könnte es, wie gesagt, mal zu einer Korrektur kommen, dass sich quasi hier so eine Range bildet, wir dann einen Ausbruch in Richtung Norden sehen, dann könnte man sich Richtung Norden positionieren. Was man hier ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist zum einen dieses große Gap, was wir hier gesehen haben, vom 6. auf den 9.10. Wir kennen das, der Gap Close, der kommt früher oder später, das mag der Markt, der möchte es mal schließen, aber würde ich mich auch nicht drauf versteifen. Was man dann als Bulle so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist eben die Tatsache, dass wir hier aktuell noch einen bestehenden Abwärtstrend haben und dass dieses mögliche Long-Szenario dann eben ein Verfallsdatum haben könnte. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ja, also letztendlich wäre das ja unser Traumszenario, dass wir relativ tief jetzt in einen Long reinkommen, um uns dann irgendwo in Richtung 2000, 2025 Dollar Short zu positionieren. Und dann soll der Markt einfach entscheiden, wo will er hin, welchen Stop da aus. Und dann ja, kann es ja letztendlich egal sein, in welche Richtung es geht. Hauptsache, wir sind im Vorfeld optimal positioniert gewesen. Und jetzt schenkt mir noch ein paar Minuten eure Aufmerksamkeit, denn jetzt geht es in den 15-Minuten-Chart. Das ist ja so ein bisschen die akuteste Situation, da werden wir uns noch mal kurz zurückversetzen auf den 28.09., wo ich quasi das letzte Video gemacht habe und da irgendwo hier in den Nachmittagsstunden. Und da hatte ich schon gesagt, diese Range, die ist mir hier zu klein, diese Erholung. Ich denke, dass wir nochmal in Richtung 233er EMA zurücklaufen, entweder gleich oder nochmal nach einem neuen Tief. Tor 2 hat er sich entschieden, nochmal ein kleines neues Tief gebildet und ist dann zurück zum 233er. Ja, ich hatte ja gemeint, wir können uns hier am FIBO orientieren in Richtung 20er Retracements, 30er Retracements und das hat er dann auch gemacht und dann wird es wahrscheinlich nochmal ein kleines Stück tiefer gehen. Viel war es nicht, das sieht hier mehr aus, als es wirklich war, also das war deutlich weniger als die Strecke, die wir hier seit dem 20.09. geschafft haben und letztendlich bei 18.24 hatte ich mir im Urlaub dann mein imaginäres Ziel gesetzt. Ich war ja
Beim Urlaub, das haben wir gestern im Silber schon besprochen, dass ich es leider nicht verfolgen und euch vorstellen konnte, weil ich im Urlaub war. Aber ihr seht schon hier, diese Linie hat dann so ein bisschen als Äquator gedient und dann ging das Ganze in Richtung Norden. Und jetzt aufgepasst, wir hatten gerade im 4-Stunden-Chart über eine Distributionsphase gesprochen und die kam hier natürlich auch. Also rein zyklisch war dann ab dem Erreichen dieses Gebiets, ja, ab der 18,24 war es zyklisch sinnvoll, dass eine Distributionsphase kommt für diesen Abwärtstrend. So, die ist dann auch gekommen. Wir haben hier den bullischen Aufbau gesehen, wir haben den Ausbruch gesehen des bullischen Aufbaus, das, was wir quasi im H4 sehen wollen. Und wie auch gerade erwähnt, in der Distributionsphase klärt sich ja, bleibt es bei einer Gegenbewegung, respektive Erholung in diesem Fall, oder entsteht daraus ein neuer Trend. Und hier hat sich der Markt für einen neuen Trend entschieden. Aufgepasst ist der M15. Ja, wir sprechen ja eben über das, was im H4 lediglich eine Erholung war, ist im M15 eben ein ganzer Trend gewesen. Deswegen darf man Timeframes auch nicht miteinander vergleichen. Das ist völliger Unsinn. Ich sehe die Trendebenen immer im einen in demselben Timeframe. So, und was ist jetzt hier passiert? Nun ja, das Zielgebiet lag bei 1941,95 für diesen Long. Das ist jetzt schon erreicht worden. Also auch hier, ja, der Spaß eigentlich schon vorbei. Was will ich jetzt also hier sehen? Ich, um diese M15 hier noch weiter in Richtung Norden verfolgen zu können, da möchte ich jetzt gerne einen bärischen Aufbau plus Erholung plus Ausbruch in Richtung Süden sehen. Quasi so eine Nebelkerze für die Bären, ja, so ein Stück Schinken, was sie sich holen sollen. Und dann geht der Ausbruch aber weiter in Richtung Norden und dann können wir uns auch wieder weiter in Richtung Norden positionieren. Jetzt hier einfach reinspringen würde ich von meiner Seite her nicht. Das ist mir zu unattraktiv, keine konkreten Szenarien dann in Richtung Norden. Deshalb ja, brauchen wir das erst einmal. Wie sieht es aus von der Bärenseite? Naja, da müsste sich erst einmal etwas entwickeln. Ja, also da müsste sich jetzt hier irgendwie erst einmal ein bärischer Aufbau auftun, plus Erholung, plus Ausbruch natürlich. Das ist ja momentan noch nicht da, also deshalb kann ich jetzt hier von der Bärenseite nicht viel erzählen. Ist dann vielleicht was für nächste Woche, dass wir dann entsprechend was auswerten und Kursziele festlegen können. Und ich weiß, es ist natürlich nervig, wenn ich dann nach dem Urlaub sagen muss, ja, hier war das Kursziel und das passiert. Ja, ist ja nun aber mal so, ne? Ich kann jetzt nicht 365 Tage im Jahr irgendwie hier davor hocken und Videos machen, funktioniert nicht. Aber natürlich besteht die Möglichkeit, dass ihr das lernt, wie das funktioniert, wie man diese konkreten Kursziele festlegt, wie man den Markt in diese schönen Treppchen einteilt und zwar immer nach einer 100% objektiven Herangehensweise. Also, dass man nicht mehr davor sitzt und irgendwie sagt, oh, nach Bauchgefühl und ich weiß jetzt gerade nicht, was zu tun ist, sondern man braucht eben eine ganz konkret 100% objektive Checkliste und dann kann man sich auch relativ entspannt hier an den Chart ranmachen und dann ist es auch egal, ob das Gold, mageres Schwein, Orangensaft oder Euro US-Dollar ist. Das ist letztendlich alles das Gleiche, weil man immer mit der gleichen Herangehensweise rangeht. Und wenn du Trader oder Investor im Bereich Aktien, Rohstoffe, Währung oder Kryptos bist und von diesem relativ planlosen und glückabhängigen Abschätzen von Handelschancen in regelbasiertes, absolut objektives und stressfreies Analysieren wechseln möchtest, dann können wir dir helfen. Wir haben für jedes Erfahrungslevel die passenden Ansätze parat und können dich innerhalb einiger Monate voller Aha-Momente deinen Wünschen näher bringen. Melde dich einfach unter www.sogehttrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung für dein kostenfreies Erstgespräch und lass uns schauen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen können. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. So geht Trading. Euer Peter Seidel.